So, ich klaue ja mal nix. Und wir reden mal mit Orknarok. Das klingt doch nach einem ganz tollen Namen, finde ich. Wer bist du? Ich bin Orknarok. Du hast einen seltsamen Namen. Oh ja. Ja, das ist mein Kampfname. Der kommt noch aus meinen Zeiten als Gladiator. Eigentlich heiße ich Ole. Ich find's so spitze jedes Mal wieder. Orknarok, der Gladiator, heißt Ole. Warum kämpfst du nicht in der Arena? Das habe ich. Jedenfalls so lange, bis Angar mich auseinandergenommen hat. Und dann wollte mich keiner mehr kämpfen sehen. Philippe hat mich dann für einen Spottpreis an Masil verkauft. Ja, dann, ich weiß schon, was mit ihm dann kommen wird. Da werden wir uns noch drum kümmern, um den lieben Orknarok. Aber reden wir mal mit Masil, den guten Assassinenhändler. Ich grüße dich, Fremder aus dem Norden. Wie laufen die Geschäfte? Manchmal gut, manchmal schlecht. Ich plane ein großes Geschäft mit Gonzales. Doch vorher muss ich ein paar Angelegenheiten regeln. Und dabei könnte ich deine Hilfe gebrauchen, Kämpfer. Arbeite eine Weile für mich, dann mache ich dich zu einem reichen Mann. Na, dann möchte ich aber bitte auch wirklich reich werden. Was soll ich für dich machen? Ich muss unbedingt diesen Sklaven loswerden. Bring Orknarok zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Sollen die sich doch mit ihm rumschlagen? Was ist das Problem? Es ist die Sonne. Sie macht ihn verrückt. Letzte Nacht stand er in meinem Zelt vor mir mit diesem durchdringenden Blick. Junge, bring ihn hier weg, sonst drehe ich noch durch. Ja, das machen wir sehr gern. Siehst du hier oft Männer aus dem Norden? Gelegentlich. Der letzte, dem ich begegnet bin, sagte von sich selbst, er sei Feuermagier. Naja, so abgerissen und verhungert, wie er aussah. Schwer vorzustellen, dass er mal einer dieser mächtigen Zauberer gewesen sein sollte. Finde aber interessant, dass sich da einer einfach mal so als Feuermagier outet, mitten unter Assassinen, dass er nicht zerfleischt wurde. Erzähl mir mehr über den Feuermagier. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Er ist in der Wüste verreckt. So ein Ärger. Das Einzige, was er bei sich trug, war dieser Kelch. Er selbst hat ihn bis zuletzt gehütet wie seinen eigenen Augapfel. Der Kelch war ihm scheinbar wichtiger als sein Leben, dieser Narr. Okay. Wo ist dieser Kelch des Feuermagiers jetzt? Aha. Du scheinst ein großes Interesse daran zu haben, Fremder. Ha! Und ich dachte, das Ding sei nichts wert. Der Kelch befindet sich in meinem Besitz. Arbeite für mich und ich werde dir den Kelch des Feuermagiers überlassen. Verstehe. Na, wenigstens müssen wir keine hohen Geldbeträge dafür bezahlen. Okay, das kriegen wir hin, das machen wir natürlich später. Ich will jetzt nicht sofort wieder aus Mauersul wegrennen hin zu den Ruinen, sondern ich will natürlich erstmal mit den Leuten hier reden, zum Beispiel mit dem Haamid. Das hatten wir ja aber schon. Gut, haben wir ansonsten noch jemanden, der nicht Sklave heißt? Und Assassine bitte auch nicht. So, hier drüben ist die Schmiede von Mauersul. Oder auch nicht. Nein, Quatsch, die ist weiter an der anderen Ecke. Okay, ich mag diese Stadt, weil hier überall halt diese kleinen... Hier, das ist doch schön irgendwie. Mit diesen, dieser schöne Gewürzstand. So eine halbe... Achso, Bank war da angezeigt. So eine halbe Reparaturwerkstatt hier für irgendwelche kaputten Kernen. Hier drüben liegen noch ein paar Teppiche rum und Töpfe. Das sieht so alles richtig schön nach Markt aus. Hier drüben kommen wir übrigens... Doch, hier kommen wir rein. Nee, kommen wir nicht, denn das ist der Tempel. Was treibst du dich hier herum? Quatsch, nicht der Tempel, sondern der Palast von Gonzales. Was ist das für ein Gebäude hier? Für diese dumme Frage sollte ich dich auspeitschen lassen. Du stehst hier vor der Residenz eines der mächtigsten Händler Varans. Gonzales hat großen Einfluss hier in der Wüste. Und du wirst seinen Namen ehren oder sterben? Ja, ich wähle keines von beiden. Was kannst du mir noch über Gonzales erzählen? Er ist der geschickteste Händler in der Wüste. Und Zubens wichtigster Mann, wenn es um Geschäfte geht. Also sieh dich vor, wenn du Gonzales Zorn erregst, dann wird es dir schlechter gehen. Ja, ja, schon klar. Ich suche Arbeit. Erzähl keinen Unsinn. Ein Mann wie du ist hier, um Profit zu machen. Jeder kommt aus diesem Grund nach Mauersul. Oder du willst ein guter Kämpfer werden. Das kannst du von mir lernen. Das ist aber freundlich. Machen wir ein andermal vielleicht. Wie kann ich mich Gonzales erkenntlich erweisen? Jeder weiß, dass Gonzales nur die Männer empfängt, die ihn beeindrucken und ihm Geschenke machen. Verstehe. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Ich wollte erst mal fragen, was man überhaupt so
Ja, mein Sumpfkraut kannst du aber ganz schnell vergessen, mein Freund. Gold ist ja nicht so, naja. Was könnte Gonzales besonders gefallen? Tja, was könnte einem Mann von Welcho gefallen? Eine besondere Waffe, die hart erkämpft wurde. Eine schöne Frau? Vielleicht auch, wenn längst überfällige Schulden endlich beglichen werden. Lass dir was einfallen. Morasul ist groß. Du wirst hier schon die passenden Geschenke finden. Hm, ich werde mich mal umsehen. Ja, ich erinnere mich. Gut. Im Moment habe ich nichts. Dann komm wieder, wenn dir was Passendes einfällt. Das werden wir tun. Ich weiß auch schon was. Das kommt alles noch dann mit der Zeit. Okay, mit Gonzales können wir natürlich nicht reden. Der Palast bleibt dann vorerst für uns verschlossen. Wir kümmern uns erstmal weiter hier draußen drum. Wir bleiben auf den Straßen. Das da hinten ist übrigens die Arena. Weil ich gerade was Falsches erzählt hatte, ne? Das ist natürlich hier der Palast. Und meine Güte, dieses Gehacke hier. Mäh! Und das da drüben ist die Arena. Okay, hier ist Bandaro, der Kopfgeldjäger, der schon draußen erwähnt wurde. Du bist noch nicht lange in der Stadt, was? Dann solltest du eins wissen. Morasul ist die Stadt von Gonzales. Von jedem Geschäft, von jedem Handel, ja selbst von den Diebstählen, kassiert Gonzales seinen Teil. Du hast die Elitekrieger gesehen, die herumlaufen? Sie stehen unter seinem Befehl. Verstehe. Ich kann dir ein paar Aufträge verschaffen, damit du ein bisschen Gold in der Tasche hast. Morasul kann sehr teuer sein. Vor allem für Reisende. Was hast du für Aufträge? Kopfgeldjagd. Ich suche ein paar wirklich üble Burschen und einen Dieb. Außerdem ist da noch dieser verschwundene Assassine. Wer ist dieser Dieb, den du suchst? Sein Name ist Yusuf. Er hat Artefakte bei der Ausgrabung gestohlen. Was ist daran so ungewöhnlich? Erstens hat er die Artefakte gestohlen, mit denen der Tempel geöffnet werden kann. Und zweitens hat er sich erwischen lassen und ist getürmt. Das kann Gonzales ihm nicht durchgehen lassen. Immerhin sind die Orks immer noch Gäste in unserem Land. Verstehe. Ja, was sollen wir denn mit dem guten Mann anstellen, mit dem kleinen Yusuf? Ach, töten. Okay, ich hätte ja auch sein können, dass ich ihn zurückbringen soll oder so. Wäre ja auch möglich, theoretisch. Aber gut, ist ja Kopfgeldjäger, da macht das natürlich Sinn. Ich werde den Artefaktdieb Yusuf töten. Gut, aber dazu musst du den Kerl erstmal finden. Sieh dich mal bei der Ausgrabung um. Wenn du Glück hast, versteckt er sich in der Nähe. Das werden wir tun, aber nicht jetzt natürlich. Du bist also Kopfgeldjäger. Früher habe ich alles gejagt. Aber Gonzales hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Der Job hier ist etwas ruhiger. Aber ich hab's immer noch drauf. Also, wenn du was wissen willst. Und der nächste Lehrer, bei dem wir was hier erlernen können, die Jagd ist es bei ihm. Das ist ganz gut, weil wir natürlich für unseren Zwei-Waffen-Kampf auch Jagdgeschick brauchen. Allerdings will ich die Punkte, die ich jetzt habe, dann eher in Lebenspunkte, ehrlich gesagt, umwandeln. Muss ich mal gucken, wo ich das mache, wann ich das mache und wie ich das mache. Mal schauen. Erzähl mir mehr über die üblen Burschen. Von den Wachen von Kafu, dem Wasserhändler im Osten der Stadt? Sie haben sich einfach mit seinem Gold aus dem Staub gemacht. Hm. Und? Kafu steht hoch in der Gunst von Gonzales. Muss ich noch mehr sagen? Nein, musst du nicht. Was ist mit dem verschwundenen Assassinen? Sein Name ist Ramirez. Er arbeitet für den Schwarzmagier Ningal. Okay. Ich kümmere mich um Ramirez. Gut. Alles, was ich weiß, ist, er hat sich auf den Weg in die Ruinenfelder gemacht. Und er ist schon ziemlich lange verschwunden. Also finde raus, was da los ist. Da könnten wir uns ja denken, was mit dem guten Ramirez passiert ist. Allerdings müssen wir ihn erstmal in den Ruinenfeldern finden. Ich werde Kafus Wachen aufspüren und töten. Ich habe schon Leute nach Norden und Osten geschickt. Aber sie haben nichts gefunden. Und was heißt das? Wer so dreist ist, sich mit Gonzales anzulegen, der ist doch dreist genug, in der Nähe zu bleiben. Ich werde sie schon finden. Ja, also jetzt haben wir noch ein paar Kopfgeldaufträge gekriegt. Hier gibt es mehr als genug Aufträge, um vorwärts zu kommen. Wir nehmen uns mal den Teleportstein. Ja, danke. So. Und damit kommen wir zum Arena-Teil hier. Ich weiß nicht, ob wir die Arena-Aufträge vielleicht gleich machen wollen. Aber erstmal reden wir mit Anktos. Den Herrn da drüben, den visiere ich mal noch nicht an. Obwohl, es wurde ja schon erwähnt. Wir treffen hier auf einen alten Bekannten, den wir im ersten Teil von Gothic getroffen haben. Und nein, im zweiten auch, glaube ich. Und das ist der nicht mehr ganz so Chormäßige Anga. Da bist du ja endlich. Hast du doch noch den Weg zur großen Arena von Morasul gefunden? Ja. Kennen wir uns? Die Orks haben dir deinen Schädel aber ganz schön durchgeschüttelt, was?
Du solltest deinen Kopf nicht immer hinhalten, mein Freund. Ich bin mit dir auf deinem Schiff hierher gekommen. Wir haben auf der Insel Korinnes zusammen gekämpft. Früher gehörte ich zum Sektenlager und war Templer in der Minenkolonie. Na, klingelt's? Anga, wie kommst du hierher? Naja, ich bin die Küste rauf und schon war ich hier. Hab ein paar Kämpfe in der Arena hier gemacht. Und im Nu war ich Champion von Morasul. Schade, dass du meinen Kampf gegen Orgnarok nicht gesehen hast. Alter, Sektenlager? Ernsthaft? Das Ding ist Sumpflager. Also bitte. Erzähl mir von deinem Kampf mit Orgnarok. Also pass auf. Zuerst tauschen wir beide ein paar Schläge aus. Tasten uns ab. Wuchtige Schläge treffen mich. Ich versuche zu blocken. Und ich gehe zu Boden. Dann wirbelt er die Axt, als wäre es eine Feder. Ich rappel mich hoch. Schlage ihm die Parade weg. Und erwische ihn voll aus der Drehung. Das war's dann. Und dann haben sie mich zum Champion erklärt. Schön, und er müsste jetzt eigentlich krankenhausreif bzw. tot sein. Ja, eigentlich eher tot, weil ihr nicht mit Übungswaffen kämpft, sondern mit scharfen Waffen. Offensichtlich hast du dich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Ja, du hast recht. Ich sammle noch ein bisschen Startkapital. Aber ich fürchte, solange der Krieg der Götter nicht entschieden ist, werde ich auch keine Ruhe finden. Ich bin schon froh, dass wir von dieser verfluchten Insel Korinnes runter sind. Ach, Korinnes war doch okay gewesen. Vor allem mit den ganzen Drachen und Echsenmenschen und Orks war doch schön. Champion von Morasul zu sein, bedeutet den Jungs hier schon einiges, was? Naja, die Idioten hier waren ja auch nie in der Minenkolonie. Im Vergleich zu den Schlachten mit den Gardisten von damals sind die Arena-Kämpfe hier ein Witz. Das einzig Interessante daran ist der Preis für den Champion. Die Mondklinge. Tolle Waffe. Das interessiert uns natürlich, weil wir einerseits immer für gute Waffen zu haben sind und andererseits natürlich auch Gonzales eine gute Waffe schenken könnten, um unseren Ruf zu erhöhen. Mit Waffen hast du es immer noch drauf, was? Ich kann dir noch ein paar Sachen zeigen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Schauen wir mal. Große Waffen, schwere Armbrust, ich dachte es mir fast. Das interessiert uns nicht so sehr, allerdings kann man bei ihm wahrscheinlicherweise, ich nehme es mal an, die Stärke ziemlich weit ausreizen. Es müsste hier genauso sein wie in anderen Gothic-Teilen auch. Bring mir was über die Jagd bei. Dass man eine Obergrenze hat, bis zu der man lernen kann bei den Lehrmeistern. Und ich nehme an, dass die bei Anga etwas höher sein wird als bei anderen. So, jetzt wollen wir aber mal, nachdem wir mit Anga geredet haben, uns Anktos widmen, einem Nomaden, der hier so ganz offen rumsitzt. Schon ein bisschen merkwürdig, oder? Du gehörst zu den Nomaden. No shit, Joe! So ist es! Ich bin aus Kajos Sippe. Eines Tages werden meine Brüder kommen und mich befreien. Ist es klug, das so laut zu sagen? Die Assassinen glauben nicht daran, dass wir es jemals schaffen. Und du? Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben. Das ist alles, was für mich zählt. Ja, wir werden das schaffen, irgendwann mal. Mal gucken, irgendwie werden wir es schon mal schaffen. Ich weiß bloß noch nicht, wie, ehrlich gesagt. Du kämpfst in der Arena? Richtig. Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann geh zu Philippe. Ja, machen wir dann noch. Wo finde ich Kajor? Das will ich dir sagen, obwohl ich nicht weiß, welche Absichten du hegst. Deshalb sei gewarnt. Leg dich nicht mit meiner Sippe an. Du würdest es bitter bereuen. Komm zur Sache. Das Versteck meiner Sippe ist eine Höhle am westlichen Ende der Ruinenfelder. Alter, das ist so dumm. Da kommt irgendein Fremder mitten in der Assassinenstadt daher. Und fragt ihn einfach mal offen heraus, wo Kaios Sippe sitzt. Und er erzählt das mal so freimütig, ne? Also, das ist, ja. Gut. Whatever. Gut, dann gehen wir mal jetzt zu Philippe. Oder wollen wir erst nochmal, ne, wir reden erstmal noch weiter. Wir machen jetzt erstmal hier Quest-Annahmestelle. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Aufnahmesession, weil es jetzt bloß eine kurze wird, werden wir dann die ganzen Quests abarbeiten. Beginnend mit der Arena, das wird supi. Ich bin nicht hier, um zu quatschen. Ich bin hier, um zu kämpfen. Wenn du eine Herausforderung suchst, bin ich dein Mann. Geh zu Philippe und sag ihm, dass du kämpfen willst. Ach, ich bin schon hier, um zu quatschen, im Gegensatz zu dir. Das hätte ich dir vorher sagen können. Sonst könnte ich schlecht ein Let's Play machen. Aber es gibt ja auch Leute, die machen Let's Plays und sind dann sehr insilbig dabei.